ist jetzt kurz nach 8. Wir beginnen jetzt. Liebe Freunde, Interessierte und Hilfesuchende der anonymen Alkoholiker, es freut mich außerordentlich, dass unsere kleine Gruppe trotz der aktuellen Umstände stabil geblieben ist und ich sie auch heute wieder an ihrer hoffentlich virenfreien Technik begrüßen darf. Das ist unser 12. Treffen, das auf dieser Plattform stattfindet, seitdem das Coronavirus um sich greift. Und ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Bevor wir mit unserer heutigen Gesprächsrunde beginnen, möchte ich Ihnen gerne Martin als neues Gruppenmitglied vorstellen. Aufgrund der behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen musste auch er sich vor 4 Tagen in die häusliche Quarantäne begeben und hat gestern Kontakt zu unserer Gruppe aufgenommen. Sofern es also für alle in Ordnung ist, würde ich ihn jetzt dazu schalten. Er befindet sich bereits in der Warteschleife. Hätten wir das nicht vorher besprechen sollen? Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo Felix, herzlich willkommen. Ich bin gerade dabei, Ihnen Martin als neues... Felix? Yvonne, Sie hatten eine Frage. Ja, hätten wir nicht vorher darüber abstimmen sollen, bevor er gleich in die Warteschleife gelegt wird? Streng genommen ist das nicht nötig, da es in jeder Gruppe Platz für 9 Teilnehmer gibt. Wir haben also grundsätzlich noch 2 Plätze frei. Ja, aber ich finde, dass es trotzdem ein berechtigter Einwand von Yvonne ist. Ich verstehe Sie. Sie alle kennen sich nun seit geraumer Zeit. Aber denken Sie auch daran, dass jeder einzelne von Ihnen einmal neu in diese Gemeinschaft eingestiegen ist. Und ich würde Sie doch wirklich bitten, neue Hilfesuchende, die Möglichkeit des Online-Meetings nutzen möchten, nicht kategorisch abzuweisen. Geben Sie ihnen die Chance, die Sie selbst erhalten haben. Ich finde trotzdem, wir hätten vorher erst als Gruppe darüber sprechen können. Nun, Yvonne, ich befürchte, das würde dem Ansatz unserer Treffen nicht gerecht werden. Jeder ist willkommen und soll mit offenen Armen empfangen werden. Ich bin Falk und ich bin Alkoholiker. Hallo Falk. Und ich sehe das genauso. Ich bin Marco und ich bin Alkoholiker. Hallo Marco. Ich finde, dass trotzdem jeder das Recht haben sollte, seine Meinung zu sagen. Gut, ich verstehe. Also möchte ich Sie herzlich dazu auffordern, uns Ihre ehrliche Meinung zur Aufnahme von Martin mitzuteilen. Und bedenken Sie dabei nochmals, dass es sich hierbei um einen einsamen Menschen in einer Notsituation handelt, in der sich sicher jeder von Ihnen bereits befunden hat. Also ich glaube, diesen Schritt können wir auch überspringen. Bitte? Ich denke, es sollte uns allen schon klar sein, dass dieser Martin? Martin, ja, dass er ab jetzt zu unserer Gruppe gehören wird. Wir sollten unsere kostbare Zeit also nicht mit so einem Rumgelaber verschwenden. Ja, aber vielleicht fühlen wir uns aber besser, wenn wir drüber abstimmen. Ah, ich frag mich, ob du auch immer bei der Wahl von deinen Küchenschaben abstimmen musst, ja? Nur die schönsten von ihnen werden in deinen Glaskasten aufgespießt, oder was? Es geht ja überhaupt nicht um Küchenschaben. Ich sammle seltene Insekten, ja, die ich dann präpariere. Ja, und zwar, und das wird dir nichts sagen, aus ästhetischen Gründen. Ich kann mir aber ein besseres Hobby vorstellen. Klar, ich weiß auch schon welches. Liebe Freunde, darf ich Ihnen bitte einen Vorschlag machen? Falk, bitte setzen Sie sich wieder. Falk. Jeder äußert jetzt von Ihnen, möglichst knapp, seine Meinung, und zwar bitte nur zur Aufnahme eines neuen Gruppenmitglieds. Und dann möchte ich gerne Martin dazu bitten. Falk, möchten Sie anfangen? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja, Felix, wir hören Sie. Herzlich willkommen. Wir haben... das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Der hat wohl eine genauso beschissene Internetverbindung wie die Scheißschule meiner Tochter. Entschuldigung. Falk, möchten Sie den Anfang machen? Mhm. Also aus meiner Sicht ist es völlig egal, wie viele wir hier sind. Ich bin sowieso nur wegen der richterlichen Anordnung hier. Hilde und Gerd? Also die Gruppe, die ist für 9 Teilnehmer zugelassen, sofern ist alles korrekt. Solange dieser Martin sich auch an die Regeln hält. Hilde, was meinen Sie? Oh, ja.
Ich sehe das genauso wie mein Mann. Yvonne, wie ist Ihre Meinung? Meinetwegen. Meine Meinung interessiert doch hier sowieso nicht. Yvonne, wie ist denn Ihre Meinung? Ich finde, die Gruppe ist groß genug. Und es ist so schon schwer genug, hier jedem Einzelnen zu folgen. Marco, was meinen Sie? Ja, also ich sehe das auch so, wie Yvonne. Ja, also, dass die Gruppe groß genug ist. Aber ich denke, dass Martin dennoch eine Chance bekommen sollte. Beate, möchten Sie sich auch zu dem Thema äußern? Ich hab nicht. Beate. Ich bin hier, weil es für mich der einzige Kontakt ist, den ich gerade habe. Und das ist für mich sehr wichtig. Nächste Woche werde ich... Beate, wie ist Ihre Meinung zu Martin? Wenn ich mir vorstelle, dass auch ich genauso betrachtet wurde... Beate, so wichtig Ihre Gefühle für die Gruppe sind. Jetzt geht es jedoch einzig und allein darum zu entscheiden, ob wir Martin unserer Gruppe hinzufügen können. Vielleicht sollten wir vorsichtig und achtsam... Beate, ein schlichtes Ja oder Nein genügt. Ja. Hallo? Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, Felix, jetzt können wir Sie nicht mehr hören. Felix, wir können Sie sehen, aber nicht hören. Ich kann euch sehen. Felix, können Sie uns hören? Hören Sie uns? Felix, ich kann euch nicht hören. Aber ich sehe eure Mundbewegungen. Felix, vielleicht ist noch mal ein aus. Oder den Router noch mal neu an- und ausschalten. Ich verstehe kein Wort. Was sagt er denn? Ich schalte meinen PC einfach, ich fahre den noch mal neu hoch. Okay? Was bedeutet... Felix... Hören Sie uns. Und wieder weg. Gut, ich danke Ihnen für Ihre Meinungsbekundung. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Ich werde nun also Martin dazu bitten. Begrüßen wir ihn herzlich in unseren Reihen. Hallo. Hallo Martin. Mein Name ist Iris, ich leite die Treffen, solange sie im Internet stattfinden. Ich bin Psychologin und hier beim Verein Anonyme Alkoholiker Interessensgemeinschaft e.V. ehrenamtliche Gesprächstherapeutin. In diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen zu Ihrem ersten Treffen bei den Anonymen Alkoholikern. Felix und Martin, möchten Sie sich der Gruppe kurz vorstellen? Hallo Iris, das ist nicht mein erstes Treffen. Ich habe bereits vor ein paar Jahren daran teilgenommen. Ja, richtig. Dann wissen Sie ja, wie es funktioniert. Also, wenn Sie bereit sind, sich vorzustellen. Ich heiße Martin und ich bin Alkoholiker. Hallo Martin. Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, Felix, wir können Sie hören. Oh, ich höre euch, es hat geklappt. Ja, Gott sei Dank. Hey, cool, euch zu sehen. Freut mich. Felix. Wir haben einen neuen Teilnehmer. Es ist Martin. Oh, hey Martin. Felix. Martin, möchten Sie der Gruppe etwas von sich erzählen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre es mal zu. Ganz wie Sie möchten. Dann schlage ich vor, dass sich jeder aus der Gruppe kurz vorstellt. Wer möchte beginnen? Ich bin Falk und ich bin Alkoholiker. Hallo. Hi. Ja. Ich bin jetzt seit 16 Monaten bei den Anonymen Alkoholikern. Nicht freiwillig. Es hat ein Richter für mich beschlossen. Ja, ich neige zu Fremdaggressionen, wenn ich getrunken habe. Übrigens, ich hatte bisher 3 Rückfälle. Ja. Bis vor 5 Jahren war ich bei der Bundeswehr und im letzten Jahr davon war ich in Afghanistan stationiert. Da habe ich dann da habe ich eine Menge Scheiße erlebt. Ja,
Ich habe mir eine posttraumatische Belastungsstörung damit verdient. Ja. Haben sie mir gleich ins Hirn gespritzt. Anschließend habe ich dann eine Umschulung zum IT-Techniker gemacht und seit Corona arbeite ich jetzt im Homeoffice. Das ist alles. Danke, Falk. Also ich bin Yvonne, ich bin Alkoholikerin. Hallo Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Yvonne. Ach, ich liebe Parfüm. Ja, Gott, das ist das Einzige, was sicher ist in meinem Leben. Ich arbeite auch schon seit 15 Jahren in einer Parfümerie. Genau. Wusstet ihr nämlich, dass der Hauptbestandteil von Parfüm Alkohol ist? Und übrigens, das beste Parfüm, um eine Fahne zu überdecken, ist übrigens Chloé. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Warum ich Alkoholikerin geworden bin. Ach, also ich hatte quasi schon immer mit Alkohol zu tun. Ja, das fing schon in der Schulzeit an. Also meine Eltern hatten Unmengen von Alkohol zu Hause. Alles, was du dir vorstellen kannst. Gin, Rum, Wein, roten, weißen, Sekt, Champagner, Wodka. Ja, mein Vater hat gerne Whisky getrunken, meine Mutter ihr Likörchen, genau. Und ich habe dann mit 12 Jahren meine erste Cocktailparty gegeben und einfach nicht mehr damit aufgehört. Ja, jetzt träume ich von Cocktails den ganzen Tag, die ganze Nacht. Als mein Mann das Haus für uns gebaut hat, ist es richtig schlimm geworden, naja. Jetzt wohne ich hier ganz alleine in dem Haus. Ja, das ist alles. Danke, ja, Yvonne. Danke, Yvonne. Mein Name ist Gerd und ich bin Alkoholiker. Hallo, Gerd. Hallo, Gerd. Und das ist Hilde, meine Frau, sie ist auch Alkoholikerin. Also ich, hallo, ich könnte doch auch für mich selbst sprechen. Also ich bin Hilde, die Frau von Gerd, und ich bin Alkoholikerin. Hallo Hilde. Also ich war Schuldirektor einer Mittelschule. Hilde war da Deutschlehrerin. Und Lehrerin für Geschichte. Und als ich in Rente ging, hatte Hilde dann auch aufgehört zu arbeiten. Naja, weil er es so wollte. Was erzählst du denn hier? Ja, ich bin ja schon still, aber das war so. Also das war Ihre ganz persönliche Meinung und Punkt. Gerd, lassen Sie doch Hilde auch mal zu Wort kommen. Hilde. Sie traut sich ja nicht. Vor ihren Schülern hat sie Angst gehabt. Das war immer ein Problem. Diskussionen konnte sie nicht so richtig, also ohne Alkohol, überhaupt nicht führen. Und zu Hause ging es dann weiter, um runterzukommen oder besser schlafen zu können. Du hattest auch immer ein Fläschchen im Schrank. Oder es gab Sekt mit der Sekretärin. Das ist doch etwas völlig anderes. Entschuldige, aber da bin ich anderer. Also das ist gut jetzt, ja? Gerd, ich finde, wenn Hilde etwas erzählen möchte, dann soll sie es tun dürfen, Hilde. Naja, Hilde könnte was vom Fasten erzählen. Nein, das will ich nicht. Sie ist mit ihrer Freundin, hat sie das zusammen gemacht. Hilde. Wenn Sie nichts erzählen möchten, dann müssen Sie auch nicht. Also nun erzähl schon, ja? Naja, also ich bin eine Woche zum Fasten gefahren mit einer Freundin. Es war alles gut. Ich hatte nicht viel Hunger, Essen war nie wichtig, aber es gab da von einem zum anderen Tag nichts mehr zu trinken. Außer Fastenbrühe und Tee. Naja, und dort hat sie dann gemerkt, dass sie abhängig ist. Dass Alkohol zu ihren Grundnahrungsmitteln gehört. Das ist alles. Danke, Hilde. Gerd, möchten Sie denn auch für sich sprechen, weshalb Sie in dieser Gruppe sind? Ich? Wieso? Das ist doch alles gesagt. Ich bin ausschließlich wegen meiner Frau hier. Sie kriegt's von alleine nicht auf die Reihe. Ich habe das Trinken unter Kontrolle. Aber man hat ja eine gewisse familiäre Verantwortung. Warum sagst du so etwas? Ich liebe meine Frau und jetzt ist Schluss, ja? Also das ist alles. Danke, Gerd. Danke, Gerd. Ja, ich bin Marco und ich bin Alkoholiker. Hallo Marco. Ja, also ich arbeite in einem Einrichtungsmarkt in der Teppichabteilung. Ja, und
Ich bin da der einzige Deutsche, weil meine anderen drei Kollegen, die kommen nämlich aus Eritrea. Ja, Eritrea, also ne, Sudan, Äthiopien, Rotes Meer, Eritrea. Ja, na, früher habe ich die Abteilung geleitet, aber dann, dann kam der Alkohol und dann war ich eine Weile raus. Aber nach einem Jahr konnte ich dann Gott sei Dank wieder anfangen. Ja. Aber vielleicht noch ein Detail am Rande. Ich interessiere mich für Insekten. Ja. Das fing nach einem Dart-Turnier an, wo wir wieder mal fürchterlich besoffen waren. Und als wir dann gegen Morgen aus der Kneipe geworfen wurden, da hatten wir noch ein paar Dartpfeile in der Hosentasche. Ja. Und dann haben wir draußen Motten gefangen und die haben wir dann mit Teser an den Holzzaun geklebt und dann haben wir mit den Pfeilen auf sie geworfen. Ja, ich habe diesen Anblick einfach nie vergessen können. Das ist ja widerlich. Bitte Yvonne aussprechen lassen. Ja, das alles. Danke, Marco. Danke, Marco. Danke, Marco. Felix? Ach so, bin ich schon. Ja, hi, ich bin Felix und ich bin Alkoholiker. Hallo, Felix. Hallo, Felix. Ja. Ja, fangen wir mal bei meiner Lehre als Klempner an. So, ne? Gas, Wasser, Scheiße, sozusagen. Ja, hat mich einfach schon immer interessiert. So. Und bin dann eigentlich auch gleich bei derselben Firma geblieben, weil die haben relativ gut bezahlt und ja, haben mich dann gleich zum Alkoholiker gemacht. So, ne? Also, glaube ich zumindest. Und ja, Job macht mir halt immer noch mega Spaß. So. Und ja, in meiner Freizeit schraube ich dann so ein bisschen hier an meiner Harley rum. Also jetzt nicht an der, aber im Keller. Und dann bin ich am Wochenende auch manchmal so unterwegs mit meiner Freundin. Also es geht jetzt nicht mehr so oft, weil ich habe jetzt seit 7 Wochen habe ich einen Sohn. Und ey, Gott sei Dank habe ich diesen Lappen wieder. Ne? Also ich bin halt, bin vor 5 Jahren beim Fahren eingepennt und ja, schön mit 1,6 Promille in Seitengraben gerast. Also eigentlich Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ich habe dann halt nur 3 Versuche gebraucht, um diesen scheiß Idiotentest zu bestehen, ne? Weil ich halt nicht mit dem Saufen aufhören konnte. Ja. Naja, jetzt bin ich seit 2 Jahren trocken. Deswegen habe ich jetzt auch hier dieses Abzeichen. Und ja. Das ist alles. Danke, Felix. Danke, Felix. Danke, Felix. Beate, möchten Sie auch etwas sagen? Ja. Ich bin Beate und ich bin Alkoholikerin. Hallo Beate. Hallo Beate. Ich weiß nicht recht, wie ich anfangen soll. Sie müssen jetzt auch gar nichts sagen, wenn Sie nicht wollen, Beate. Ach, ich will aber. Ich will aber. Ich habe 3 Katzen und einen Hund. Das war kurz bevor, da stand dieser plötzlich vor mir, der hatte eine Maske auf, so, und der hat mich angeschrien, ich soll das Geld in die Tasche packen, immer wieder hat er geschrien. Ich habe alles eingepackt und ihm die Tasche vor die Füße gestellt, so wie der das. Beate? Ah, Marco, bitte setzen Sie die Maske ab. Bitte setzen Sie die Maske ab. Sie wissen, dass Beate ihr Erlebnis gemacht hat. Beate. Marco hat die Maske wieder abgesetzt. Alles gut. Beate, kommen Sie zurück zu uns. Schließen Sie langsam die Augen. Atmen Sie tief ein und aus. Sehr gut, Beate. Sehr gut.
Mit dem Hund konnte ich nicht mehr rausgehen, seit das passiert ist. Ich hab jetzt eine Hundesitterin, die heißt Heike. Ich habe jeden Tag eine Flasche Maskowskaja getrunken und 2 Flaschen Wein, ja manchmal auch keinen Wein. Sina, meine erste Katze, ist aus dem Tierheim. Ich hab die nur bekommen, weil... Beate, ich weiß, dass sie das alles noch sehr aufwühlt. Aber das Problem ist, dass wir nur eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Seit Corona kommt Heike nicht mehr und deswegen muss ich alleine mit dem Hund raus und das kann ich aber nicht. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich einen großen Balkon habe und ganz viele Katzenklos, das ist alles. Danke, Beate. Beate. Danke, Beate. Danke, Beate. Danke. Martin, möchten Sie jetzt etwas von sich erzählen? Ich? Ja. Martin. Entschuldigung. Martin. Das ist was, das habe ich so völlig verdrängt. Das ist immer so eine Ansammlung von völlig verkrachten Existenzen, dass die sich selbst geißelt. Martin, das scheint mir nicht ganz... Martin. Das Scheißdrecksvirus hat es tatsächlich geschafft, dass ich wieder in der Flasche hänge. Dabei habe ich mich für unbesiegbar gehalten. Ja, muss ich mich halt doch geschlagen geben. Aber keine Ahnung, ob mir das hier gerade irgendwie weiterhilft. Also ein bisschen mehr Respekt und Disziplin wäre gut, sonst kannst du gleich wieder abtreten. Mein Name ist Martin und ich bin Alkoholiker. Hallo, hallo Martin. Martin. Ich arbeite als Krankenpfleger und vor 4 Tagen kam ich mit einer Corona-infizierten Patientin in Kontakt. Musste mich natürlich sofort in Quarantäne begeben. Nach 2 Tagen kam dann das Testergebnis. War positiv. Ich habe aber noch keine Anzeichen. Also nicht, dass ich Angst davor hätte, man, ich hätte mich ja früher oder später sowieso angesteckt. Hm. Nachdem ich dann das Ergebnis hatte, da habe ich halt meinen Nachbarn gefragt, ob er für mich einkaufen kann. Und der hat mir dann 3 Flaschen Wodka mitgebracht. Die standen halt auf meinem Zettel. Die erste Flasche habe ich noch am selben Tag getrunken. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wann, aber ich habe echt mal wieder geschlafen. Ich habe richtig durchgeschlafen, richtig. Bloß als ich dann am nächsten Tag irgendwann so mittags aufgewacht bin, da hätte ich mir vor Wut in den Arsch beißen können. Ich meine, ich habe plötzlich begriffen, dass mich bloß die Arbeit von diesem scheiß Alkohol abgehalten hat. Habe ich halt die 2. Flasche aufgemacht. Hey Mann, das haben wir alle schon durch. Gestern habe ich mich dann hier angemeldet. Ja, und danach stand ich auch mit geschlagenen 20 Minuten im Flur vor dem Beutel, wo noch die 3. Flasche drin war. Ich konnte den Wodka durch das Glas riechen. Lass mich raten. Ich habe sie rausgenommen und habe sie in den Kühlschrank gestellt. Oha. Kannst du jetzt endlich mal deine dämliche Rohrreinigerfresse halten? Yvonne, das scheint mir nicht ganz angemessen. Also das finde ich aber auch.
Gut, kannst du bitte deinen Mund halten, bis du dran bist? Hey, ich werde doch wohl noch meine Anerkennung zeigen dürfen, oder? Ich habe sie jedenfalls, vor einer Stunde habe ich sie wieder rausgenommen. Als mir der Wodka die Kehle runterlief, da fühlte ich mich glücklich. Ja. Im selben Augenblick fühlte ich mich glücklich. Glück ist halt ein flatterhaftes Wesen. Ja, das Zauberwort heißt Disziplin. Das sagt der mit den drei Rückfällen. Yvonne, bitte keine Anschuldigung. Du Martin, vielleicht brauchst du ein Hobby. Ja, weil ich zum Beispiel, ich fühle mich unheimlich glücklich, wenn ich meine Insekten präpariere. Ja, ich sammle Käfer, Schmetterlinge, Hautflügler, Zweiflügler, Wanzen. Die Insekten, die behalten nach dem Tod ihre äußere Form, also vorausgesetzt, sie werden sachgemäß getötet. Also, versteht sich. Und dazu eignet sich am besten Ethylacetat. Ja? Und weißt du, das Insekt, das wird dann auf eine feine Nadel aufgespießt und auf ein Pappplättchen geklebt. Und dann werden die genadelten Insekten, ja, die werden dann mit einem Fundortetikett versehen, das wirklich von unheimlich großer Wichtigkeit, weil man kommt sonst sehr schnell durcheinander. Und dann werden die Insekten in einen staubdicht schließenden Schaukasten genormter Größe gestellt und der wiederum ist mit einem feinsäuberlich zugeschnittenen Styroporboden ausgelegt und da werden dann die Insekten draufgesteckt und dann kann ich mir meine Präparate stundenlang ansehen, ohne auch nur einen Funken an Alkohol zu denken. Vielleicht suchst du dir lieber ein richtiges Hobby. Was ist dieses Ethylalat? Ethylacetat? Naja, du, das ist ein Lösungsmittel. Das findest du zum Beispiel in deinem Nagellack oder auch im Kleber. Aber Obacht, das kann nämlich abhängig machen, wenn man dran schnüffelt. Oder er könnte eine Fremdsprache lernen. Ich meine, die Deutschen werden doch sowieso immer weniger in Deutschland. Also wenn man das demografisch betrachtet. Und jetzt sterben so viel alte Deutsche. Also red doch bitte nicht so einen Blödsinn, ja? Das erlebt von uns sowieso niemand mehr. Ach, was weiß denn der Schuldirektor davon, was wir noch erleben werden? Ich habe jedenfalls schon genug erlebt. Also wenn es mit Corona so weitergeht, dann werden wir automatisch immer weniger. Und du solltest nur reden, wenn du gefragt wirst, ja? Entschuldige, ich wollte die Diskussion nicht. Du bist immer so negativ. Ich bin noch nicht negativ, aber das ist ja gar nicht wahr. Dann Haustier. Bitte? Dann Haustier. Ich meine Martin. Vielleicht eins, das mit dem man nicht unbedingt raus muss. Vielleicht weiße Mäuse oder Lurchi, Ameisen. Martin, das sind doch eine Menge guter Vorschläge aus der Gruppe. Vielleicht gefällt Ihnen der ein oder andere bereits. Was meinen Sie, Martin? Martin? Ich glaube, ich hole jetzt mal den Wodka. Martin, ich denke, es macht Sinn, keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Martin, lassen Sie doch die Gruppe an Ihren Gedanken teilhaben. Martin. Bitte, das funktioniert doch so nicht. Ich meine, der muss doch allein draufkommen. Das müssen Sie doch am besten wissen. Ich meine, Sie sind doch Psychologin und Sie predigen täglich, dass wir es nur schaffen, wenn wir es selbst wollen und uns jeden Tag neu motivieren. Ja, aber vielleicht hat er doch recht. Huh? Ich meine, wer weiß denn, wie es da draußen weitergeht? Wer sagt mir denn, dass da draußen sowieso nicht bald alles den Bach runtergeht? Ja, ohne Selbstdisziplin auf jeden Fall. Wer sagt das? Der mit den drei Rückfällen.
Yvonne, bitte keine Anschuldigung. Was soll das denn? Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das sind doch nur die verdammten Bilder, die mich nachts nicht schlafen lassen. Und ich sag das nochmal. Ich bin nur hier, weil das ein Richter für mich beschlossen hat. Ja, ich muss und soll gar nicht trocken werden. Ich darf mir nur ein Therapieangebot auswählen. Ja, das liegt alles im Augen des Betrachters. Vielleicht hättest du in Alicante mit dem großen Max markieren sollen. Yvonne, ich bitte Sie. Es war Afghanistan, es war Afghanistan. Ja, wo auch immer. Und das wäre auch für das Klima besser. Diese ständige Rumgefliege. Ja, also ich meine, weißt du, auch wenn es da bestimmt interessante Insekten gibt, ich würde da nicht hinfliegen. Also wir können froh sein, dass es überhaupt noch ein paar Jungs gibt, die sich freiwillig für den Dienst an der Waffe melden. Ja, aber wenn sich einfach mal jeder um seinen eigenen Spieß, also den Scheiß kümmern würde, ja, und weniger global unterwegs wäre, dann wird vielleicht dieses Streben nach höher, weiter, schneller nicht mehr so wichtig sein. Und ich meine, letztlich hat doch das Klima darunter zu leiden und damit auch die Insekten, die übrigens nämlich... Ja, jetzt komm doch nicht wieder mit deinen Scheiß-Insekten, die haben doch damit mal nichts zu tun. Lass ihn doch mal ausreden, vielleicht kannst du ja noch was lernen. Ich bitte Sie, es scheint mir, dass heute niemand wirklich bei der Sache ist und sich vor allem keiner an die Regeln hält. Gut. So. Wenn ihr so schreit, dann tut mir das weh. Das tut mir weh. Ich hol mir jetzt auch einen Wodka. Nein, Beate, bitte warten Sie. Beate, wir haben uns alle sehr erregt. Das ist völlig unnötig, aber das ist auch völlig normal, dass so etwas passiert. Bitte glauben Sie mir. Beate, bitte kommen Sie zurück zu... Ich kann das nicht so... Ja, und wie jetzt weiter, Frau Doktor? Hallo? Ich werde Sie jetzt alle zu einer Aufgabe herausfordern und Sie entscheiden, ob Sie sie annehmen. Und wenn nicht, dann werde ich mich aus dieser Gruppe und ich werde mich darum kümmern, dass... Was wäre das denn für eine Aufgabe? Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist der erste Schritt, zu dem Sie sich alle als anonyme Alkoholiker bekannt haben. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Gerade in der aktuellen Zeit ist das ungleich schwerer, sich darauf zu besinnen, als noch vor einigen Wochen. Das ist mir bekannt. Aber diese Treffen dürfen nicht dazu verkommen, dass wir uns gegenseitig wehtun. Soll das jetzt irgendeine Moralpredigt sein oder eine Aufgabe? Felix, glauben Sie mir, ich kann Sie einigermaßen gut leiden, aber manchmal überlassen Ihre unsachlichen Einwürfe meine therapeutischen Nerven zum Reißen. Schalten Sie einfach mal Ihr Mikrofon aus und entspannen sich durch einfaches Zuhören. Kommt denn die Aufgabe noch? Ja, Martin, die Scheißaufgabe kommt noch. Und hier ist sie auch schon. Ich fordere Sie dazu auf, bis zum nächsten Treffen etwas beizusteuern, dass die Lebenslust und das positive Lebensgefühl der Gruppe steigert. Das ist die Aufgabe.
Es ist mir völlig egal, was Sie sich dabei ausdenken. Hauptsache, Sie haben nicht vor, sich gegenseitig zu beleidigen und depressive Stimmung zu verbreiten. Das hilft nämlich rein gar niemandem. Machen Sie etwas Neues, was Sie noch nie in Ihrem Leben gemacht haben. Versuchen Sie, Seiten an sich zu entdecken, von denen Sie im Moment noch nicht einmal den Hauch einer Ahnung hatten, dass sie existieren. Entdecken Sie das Positive im Leben. Seien Sie kreativ und lassen Sie die anderen daran teilhaben. Ich werde mich der Herausforderung gleichermaßen stellen. Und jetzt gebe ich Ihnen ein paar Sekunden, damit Sie sich innerhalb der Gruppe entscheiden können. Sollen wir jetzt ein Gedicht schreiben? Meinetwegen. Sie können auch eine Ritterrüstung häkeln oder mit einem winzigen Kartoffeldruck Ihre Möbel verzieren. Also das mit der Ritterrüstung klingt eigentlich so witzig, dass man es gleich machen müsste. Klar doch. Gibt es denn irgendwelche Regeln oder Tabus? Es sollte etwas Neues für Sie sein. Es sollte Sie bei der Umsetzung in Schwierigkeiten aber nicht bis zur Verzweiflung bringen. Und Sie sollten die gesamte Gruppe einbeziehen, was auch immer das bedeuten könnte. Tabus sollte es keine geben. Ich glaube an Sie. Bleiben Sie in der Pause bis zum nächsten offiziellen Treffen in Kontakt. Vorzugsweise bitte ohne mich. Also das ist doch ein billiger Versuch, uns aus der Reserve zu locken. Ja, bitte. Ich werde mitmachen. Ja, also ich bin auch dabei. Auch wenn ich wirklich keinen blassen Schimmer habe, was ich machen könnte, aber ich bin dabei. Danke, Marco. Gut, ich kann ja mal gucken, ob mir was einfällt, ja? Danke. Also, wenn es keine Tabus gibt, dann bin ich auch dabei. Yes. Felix auch, danke. Ich bin auch dabei. Auch wenn Gerd nicht mitmacht. Danke. Wer sagt denn, dass ich nicht mitmache? Ich habe nur eine didaktische Wertung abgegeben, mehr nicht. Danke, Gerd. Was meinen Sie, Martin? Ich sehe da keinen Mehrwert für mich. Martin, ich denke, Sie wären nie Krankenpfleger geworden, wenn Ihnen nicht das Allgemeinwohl am Herzen liegen würde. Denken Sie an die Gruppe, damit denken Sie an sich und somit haben Sie Ihren Mehrwert. Was wissen Sie schon, Frau Doktor? Ich weiß zumindest, dass Sie kein selbstsüchtiges Arschloch sein müssen. Also, was ist Martin? Ich denke drüber nach. Gut. Ja, dann ist es wohl an der Zeit, unser heutiges Treffen zu beenden. Wir sehen uns am Dienstag, also genau in 3 Tagen um 20 Uhr wieder. Und ich bin schon jetzt sehr gespannt darauf. Ich möchte jetzt gerne von jedem Einzelnen ein positives Wort hören, damit wir friedlich auseinandergehen können. Bitte. Ein positives Wort. Insekten präparieren und anschauen. Chloe. Abendbrot bei Abendrot. Kampfpause. Carpe diem. Carpe noctem. Durchhalten. Martin?
Kühlschrank. Das ist alles. Danke, Iris. Danke, Iris. Danke, Iris. Danke, Iris. Bis Dienstag. Ciao. Tschüss. Tschüss.